langfristig sogar 70. Das ist auch die Spitzengeschwindigkeit des Windhundes. Im Vergleich zum 4 Kilo leichten Hasen ist der Greyhound ein Schwergewicht mit 36 Kilo. Die Lebenserwartung des Hasen liegt bei 12 Jahren, die des Windhundes bei 14. Hunde mögen der beste Freund des Menschen sein, aber sie sind auch Raubtiere. Das wird ein schwerer Tag für den Hasen. Windhunde wurden in jahrhundertelanger Auslese auf Geschwindigkeit getrimmt. Mit ihren langen Gliedmaßen und dem beweglichen Skelett sind sie das Gegenstück zum Geparden. Schon im 16. Jahrhundert ließ man Greyhounds am englischen Königshof hinter Hasen herjagen. Wie kann der Hase da noch entkommen? Am besten der Hase hält sich vom Jäger fern. Die scheuen Tiere sind Meister im Versteckspielen. Mit ihren großen Augen behalten sie ihre Umgebung im Blick und ihr scharfes Gehör warnt sie frühzeitig vor Gefahren. Aber wenn ein Wettrennen nicht zu vermeiden ist, geben die Hasen ihr Äußerstes. Mit ihren langen, muskulösen Hinterbeinen sprinten sie über die Ebene. Wenn ihr Verfolger sie jedes Mal erwischen würde, hätten sie nicht die letzten 2000 Jahre in England überlebt. Was ist das Geheimnis ihres Erfolges? Während der Hase rennt, schlägt er Haken. Er kann seine Richtung schneller ändern als der größere Windhund. Dadurch schießt der Hund öfter übers Ziel hinaus und verliert an Boden. In den Kurven wirken enorme Fliehkräfte auf den Körper. Schnelle Wendungen können Schäden am Knochengerüst sowie dem Band- und Sehnenapparat verursachen. Bei hoher Belastung kommt es immer wieder vor, dass sich Rennhunde einen Fuß verstauchen, Bänder reißen oder sogar Knochen brechen. Ein Jagdunfall endet meist mit einem Totalschaden. Hasen sind da besser ausgerüstet. Bänder und Knochen federn die Stöße ab. Dadurch hält das Tier doppelt so viel Druck aus wie der Windhund. Aber hilft das bei einem Rennen auf Leben und Tod? Durch seine festen Knochen überlebt der Hase den Angriff. Er kann danach sogar wieder aufstehen und weiterlaufen. Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Zusammenstoß. Nach ein paar Überschlägen fängt sich der Hase wieder. Die Jagd dauert nur 40 Sekunden und in 7 von 8 Fällen entwischt der Hase seinen Verfolgern. Seine Stärke ist nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Wendigkeit. Und das macht ihn zum Gewinner. Besser ein Hasenfuß als ein Verlierer.